So, ich baue mir mal einen neuen Speer. Schön. Ich sag mal Winkekätzchen, ist das nicht toll? Winkekirchwiesü. Jo, ne? Da habe ich auf meinem Floß, glaube ich, 3 Stück von. Ach, der Angeber ist im Haus. Ja. Ich habe wenigstens Da ist was, der Hai womit ich wieder. angeben kann. Oder? Ey, ich Irgendwo höre da den schon. Hai Wo ist er? nicht. Heißt es. Ah, schon wieder fort. Okay. Ja, das habe ich Boah, schon war das gemacht. das letzte Mal auch so, dass man so schnell so viel essen musste? Na, ich weiß es nicht, von welcher ich bin. Ich glaube, er hat nichts umgestellt. Ich glaube schon. Hast du es umgestellt? Ich habe nichts umgestellt, Er Baby. hat Ach, du hast mich nachher auch. umgestellt. Ach so. Das, ja. Ach. Ina. Muss so gewesen sein. Bitte? Ja. Was hast du jetzt einen Stein nach mir geworfen? Damals hatte ich auch angefangen und Dennis führt es einfach weiter. Haben wir letztes Mal schon mitgemacht, Anja. Hier hinten sind ja auch noch Kisten, habe ich ja gar nicht gesehen. Der Brille vielleicht. Brauchen Brille wir höre ich eine nichts. Brille? Was? Brille hörst du nicht? Brille höre ich nichts, ne? Mit Brille hörst du nichts mehr. Ja, das ist schlecht, ja. Habe ich schon oft gehört. So. Ja, mit O. Oder Wö, aber hört sich bescheuert an. Was? Mit was? Mit Ö. Mit Ö. Was? Ich hab einen Fischeintopf. Haben wir der schon, der Dreck? Ich weiß es ja nicht. Ich hab gucken. Wo ist hier die Kiste mit so einem Driss drin? Das Ich hätte noch schmeiß ich Hai einfach hatten. da rein. Wir haben Immer keinen noch. Eintopf. Fischeintopf haben wir Die schon sind gehabt. Das ist alle das weggefuttert. Rezept. Kurz. Wer hat denn hier einen rohen Fisch reingeworfen? Leute. Was ist eigentlich Hai mit dem hatten. Gemüse Der hier? Wo gehört ist auf denn der den Dachten, Grill. sollen die rohen Sachen auch da Boah. reintun, wenn die zu viel Der gehört sind? auf den Grill. Ja. Ja, du bist doch der Koch. Ja, aber wenn einer rohen Fisch in die Kiste tut, das gucke ich ja Dann nicht schimmelt rein. der. Tetretät, ne? Aber das ist ja nicht Und schlimm. hier hat schon wieder einer kein Wasser nachgefüllt. Ja, das war ich, aber ich wurde gerade unterbrochen. Ja, Ich bin natürlich. Jetzt dabei, wissen ich wir, wer bin das immer dabei. ist. Ja, was denn? Ich bin schon Oh, meine dabei. Angel ist kaputt. Willst du eine gute Angel haben? Zweite gute. Ich weiß Brauche dafür aber noch mehr Schrott. Glaube ich, dieses Ding hier nochmal ändern. So. Dann kommt schlecht in die Sachen ran. Hoffe wieder. Auch da. Haben wir irgendwo Schrott? Guck mal bei Dennis. Also bin ich heute das Opfer. Was? Bin ich heute das Opfer? Ich war gestern böse fast. War ich da? Immer böse. Ich möchte was essen. Ja, geil. Hol dir was. Nein. Das sieht schlecht aus, ne? Also, hier könnte man den Spruch auch bringen: nimmst du noch ab oder streamst du schon? Den verstehe ich nicht. Verstehst du nicht? Fine, du hast da was Hässliches um den Kopf. Bitte? Ach so, Oh, den Heikopf, ja. Den Heikopf. Hey, wir haben Ich weiß nicht mehr, wie Du man den hast mich auch gerade auszieht, beleidigt. deswegen habe ich den Einfach andauernd Menü an. und rausziehen. Was? Menü öffnen, dann kannst du den hier oben, Ach hier so, der unten als Kleidung. da rausziehen. Einen Kann ich haben wir auch noch noch in der was? Kiste. Ich habe ein Rezept Haihappen. Ja, der hängt unten schon, habe ich eben aufgehangen. Der Das war hängt das, unten wo ich. schon, Ja, das hört ja. sich auch wieder an. Das war das, wo ich eben abgelenkt war. Der hängt unten schon. Ja. Ja, ihr lasst mal ein bisschen abhängen. Das ist in Island, wo war das? Eine Delikatesse, wenn die so. Wer hängt wo Oh. ab? Redet ihr jetzt von Penis? Nein! Warum nicht? Die hängen doch nicht. Ja, was weiß ich denn? Die Manchmal hängen meisten die auch um mich Anwesen rum. besitzen einen, deswegen ist Ja, das nicht der interessant. Penis Bin deines Grund einfach nicht auch ein bisschen vorhanden, neidisch weißt gerade. du? Ja, das war schon. Was? Stehst du auf Schlepphund oder was? Ja, auf Penis. Was? Die Kinder dürfen das niemals sehen. Oh, Opa, Ach hast du so, Web was? aufgenommen? Mami, Papi Ja! oder nur Penis oder nur Mami? Oder nur Papi? Keine Ahnung. Jetzt bin ich irritiert. Was Und jetzt denn? erst? Mami und Papi haben Penis. Ja, warum nicht? Der Leute mir mal bitte. Kann durchaus vorkommen. Manchmal weiß man es nicht. Spätestens dann, wenn man Mami oder Papi nackt gesehen hat. Elton John ist ja auch schon zweifache Mutter, also. Ich glaube jetzt auch, Elton John ist auch ein Sänger. Oh Der Gott. Mann hat auch einen. Ja.
Und wenn, also, Mama, wenn Mama einen Penis hat, ist es mal, vielleicht auch manchmal ein Strap-on. Oh mein Gott. Das geht zu weit. Warum? Ich hab noch gar nicht angefangen. Entradikalisier mich mal nicht. Haben wir irgendwo noch Ton oder sowas? Ich brauche unbedingt Schalen. Da liegt nur einer rum, glaube ich, oder? Ja, aber meine. Das war Ziegel. Weiß ja nicht, kann ich den nicht benutzen? Ich weiß nicht. Der Fisch bringt ein Mikrometer an. Ja, Trockenziegel brauche ich nicht. Ich brauche Sand und 10 Ton sind hier drin. Ton, ja, brauche ich. Wo bist du? Sag ich dir nicht. Ton, wo bist du? Mist, er hat mich gefunden. So groß ist es nicht. Ja, ne? Ja. Yeah. So, jetzt habe ich mir eine Suppe gemacht. Mit Ton? Oh, wir haben Seegang. Nein, ich brauche den Ton, um mir eine Schale zu bauen. Wollen wir noch weiter anbauen oder irgendwas? Oder ja. Ich tue wieder nichts, ne? Ah, du könntest so Sammelnetze zum Beispiel bauen, ne? Schalen drin. Oh, denn hinten bauen wir in die Länge oder bauen wir noch mehr in die Breite? Du könntest... Danke. Das sage ich ja nicht, wo ich... Doch, der hat mich schon wieder gefunden. Ich kann auch ein bisschen noch in die Breite zum bauen, ist okay. Oh, gerade kommt so viel Zeug, Junge! Ja, grapsch zu, nimm es dir. Also soll ich bei den Sammelsätzen dran bauen oder soll ich auf der anderen Seite welche bauen? Die Sammelsätze kannst du hier vorne bauen, wo wir gerade stehen. Wo? Da? Sammelsätze. Ja. Alter, ihr habt auch habt's drauf. Mit der Deutsch. Ja, ja. Und besonders ist, manchmal. Wir haben unser Deutschbuch gekeuchelt. Besonders manchmal. Mensch. Besonders manchmal. Ich habe keine Nägel, ich kann keine Sammelnetze bauen. Brauchst du auch nicht ins Nagelstudio, es wird billiger. Wow. Der war jetzt zweideutig. Nein. Eindeutig. Eindeutig, zweideutig. Meinte mit Nagelstudio kein Bordell. Schade. Meinte ein Puff. Ich hab mal ein bisschen Beleuchtung gemacht hier, damit ihr nicht alle im Dunkeln sitzt. Ach, das heißt so Sauna-Club mit Extras. Nein, ein Kronleuchter. Hab ich auch gemacht. Kannst du Schlepphoden live sehen? Was? Was geht jetzt? Im oder Sauna-Club. Ganz toll, die Mikropenisse. Weißt du, da hab ich eine geile Story zu. Wir haben es damals. Mit dem Arbeitskollegen standen zu dritt draußen in der Pause, weißt du? Und da kam das Thema auf, was ist ein Mikropenis? War ein halt Kumpel so Pausengespräche halt, ne? Ja, das war halt, das wollten wir halt gewusst haben in dem Moment. Und der gute Kumpel, der stand. Ich kann zum dir das Storys erzählen. Lass uns doch erstmal ausreden. Ja, mach doch. Lucian Lucero sagt, ja, die, sagt ja die richtige Anja mit dem wundervollen Deutsch und hallo zusammen. Hallo! Hallo! Auf jeden Fall, jetzt komm ich raus. Nein. Auf jeden Fall. Was hat Dingens gesagt? Auf jeden Fall stand der Kumpel mit dem Rücken zum Eingang und hatten sein Handy quasi per Sprachbefehl suchen lassen, was ein Mikropenis ist. Das Handy hat nichts Geileres zu tun gehabt, als das laut vorzulesen, was man wirklich gefunden hat. Und da kam in dem ersten Satz dreimal Mikropenis vor. In dem Moment kamen von hinten so andere Leute wie Chefs und sowas vorbei. Und naja, das Handy konnte man halt relativ gut hören. Das war lustig. Was haben die gesagt? Ich hab was sollen die dazu nichts sagen? Was sollen sie sagen? Das ist schon in Ordnung, das bietet die Arbeit nicht. Sie haben es gepisst vor Lachen. Hä? Das kann ich mir vorstellen. Wie dann? Was gehst du? Seegang? Edern. OMFG. Ich auch noch zu ja, ich hab, also ein Mikropenis teilweise könnte ja echt aussehen wie so ein Glas mit einem Ei drin. Sieht echt eklig aus. Ganz schön klein. Und traurig. Traurig. Ich schaue ja mal auf eine Insel zu, ne? Man kann halt, man guckt ja. Hin und dann denkst du dir, oh. Oh, wie traurig. Ja, ich bin das voll traurig dann. Ich denk mir, was machst du dann? Ja, nix. Und dann, ja, dann sagt mir, dann letztens gucken. Bei dem Thema, jemand auch mit kleinen Dingen kann man Spaß haben. Ich so, nein. Nein. Einfach mal nein. Oh. Ich meine, auch ein kleines Auto fährt, aber halt... Du hast es gerade jetzt echt mit dem Auto verglichen. Hm?
Biene, jetzt hol dir was. Nein, ich muss noch ein paar Mal seufzen. Es ist der erste Tag. Ich kann nicht am ersten Tag meine Vorsätze schon über Bord werfen. Ja, kannst du schon. Nein. Ja, aber bist du immer nicht so oft kommen. Ich hätte es auch besser Montag, aber... Ja, ja, das wie immer. Am besten nächstes Jahr beginnen. Guter Vorsatz, neuer Vorsatz. Du hebst sie für Silvester auch viele. Genau. Nee, Silvester mache ich keine Vorsätze. Wollte ich sagen, macht das überhaupt nur einer? Zumindest keine guten. Wir machen die, um sie zu brechen. Also ich habe auch noch nie einen gehört, der gesagt hat, so, ich fange den Rauchen wieder an. Also das sind so Sachen. An Silvester, so ein guter Vorsatz, ne? Ja, keiner hat gesagt, dass nur gute sein müssen, oder? Nö. Ja. Wo sind die Insel eigentlich? Hast du nicht eben gesagt, wir fahren auf eine Insel zu? Ja, ja, hat er eben, aber irgendwie hat er das wohl nicht so mit der Segel, oder? Ist vor uns. Ey, das Gerät sagt das. Wo ist vor uns? Ach so, das Gerät. 732 soll sie vor uns sein. Ach so, ich dachte. Wenn das vor uns ist, ich hoffe, das ist vor uns. Ich habe keine Ahnung. Doch, doch, das haut hin. Wir sehen auf jeden Fall. Was ist denn ein Sprinkler? Ist ja witzig. Hm. Der bewässert die Pflanzen. Geil. Rasensprinkler, kennst du doch, oder nicht? Ich dachte, es kommt irgendwas Zweideutiges. Was denn? Eindeutig? Ein Sprinkler? Oh nein, aber manchmal ist der einfach niveaulos. Ein Sprinkler spritzt. Ey, was hab ich denn gesagt? Wer war jetzt niveaulos? Das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Das ist intern. Ey, Insider gibt's nicht. Das hab ich vorhin auch versucht. Das hat nicht funktioniert. Weg! Mann! Das geht aber echt langsam hier voran. Wir brauchen so Fähnchen, wenn wir ganz cool. Wir haben ganz schön viel Glibber, ne? Okay. 17 Stück. Du, das ist nicht gut. Nimm mal beste Antibiotika dagegen. Weiß ich nicht. Kommt drauf an, von wem. Oh! Oh ja. Oh, jetzt ist wirklich richtig eklig. Jetzt geht's los. Ich weiß von welchen Pflanzen jetzt. Ja, ja, ja. Ne, ja, ja. Weiß ja nicht, was ihr jetzt da wieder für Probleme habt. Gut, muss raus. Ich hab ein bisschen Holz reingelegt. Wurden vom Schiff gewählt. Gehen Sie bitte ins Wasser und lassen Sie sich fressen. Vom Schiff vor allen Dingen. Ja, von dem Bett hier. Wurden vom Brett gewählt. Wir brauchen mehr Betten. Ist das Kopfkissen eine Flasche? Warum? Eins reicht doch. Ja, ich glaube schon, ne? Ich weiß warum? Dann, damit wir alle gleichzeitig schlafen können, dann geht die Nacht schon vorbei, ihr Penner. Wir wollen aber nachts arbeiten. Was? Hast du gerade gesagt, ihr Penner? Ja. Wer nachts schläft, hat schon verloren. Wer nachts schläft, wird angemalt. Wer Weigebissen wird, hat verloren. Rosa. Ich hoffe, wie war das eben mit dem Edding? Ja, ne? Edding ist fest, das ist fest, gegen die ab. Edding? Ey! Nicht Eddie, Edding! Leute bewerfen mich hier mit ihren Haken. Nein, das passiert niemals. Natürlich nicht. Oh. Wer tut denn da Palmenblätter in die Essenskiste? Leuchte. Das war ich. Wir haben hier ein System. Ich dachte, da kann man das nicht mit einwickeln, vielleicht. Die Ordnung nicht zerstören, da sind die Herren empfindlich. Welche Ordnung? Hier stehen 1000 Kisten in der Walachei. Nein, die sind sortiert. Und es ist übelst nichts sortiert. Ja, da liegen irgendwo Muscheln, da liegen irgendwo irgendeine Scheiß drin, da liegt Scheiße in der Kiste. Also Scheiße kann da gar nicht drin liegen. Ich hatte schon gegessen. Der ist schon auf dem Grill gelandet. Ja, der ist schon gegessen, was? Jetzt wird's eklig. Wer hat denn hier die Tondinger? Tondinger. Die hat Ziegel. Ich schneide unter Tonschalen. Mach doch mal die Suppe da. Hol dir doch mal was. Ja, wir haben ja keinen Ton. Wir haben auch nichts mehr zu essen. Da hast du noch hier die Bärenchips. So schätze ich das so sagen. Untere Schublade. Nein. Welche Bärenchips? Ja, es ist die Chips mit Bärenform halt. Oh. Der will nicht Pombeer sagen, weil er Angst vor Werbung hat. Oh Gott, jetzt wenn er jetzt eine rumheult. Ich dachte mir gerade, was ist das denn für ein fancy Star? Ja, aber ich bin schon haben doch Coca-Cola Chips in Beeren. Kann er der grüne Eistee? Und was habe ich noch? Mehr Punkt mache ich auch gleich. Geh holen! Haben wir noch was zu essen denn da? Das ist doch kein Essen. Das ist vor mir, ey. Hallo, ist das schon Nahrung? Nahrung? Weil Fische sind die Grills voll. Natron ist. Ja, doch, Natron ist aber mit drauf wahrscheinlich. Oder eher Natrium. Natronlauge. Chlorid? Wir müssen noch die Kackkristalle raus dir holen, ne?
Ja. Yeah. Weil wir bei Natron gerade. Aber nicht jetzt. Nee, nur. Oh. Die Batterie. Ich dachte gerade schon, wir haben eine neue Batterie. Kannst du aufladen? Ich hab ein Ladegerät gebaut. Ja, wo denn? Steht hier irgendwo. Hier, lass doch ein. Such doch einfach mal. Nö, lass mal auf. Bei deinen Füßen, das ist nicht aufgehoben. Ach, das ist schon wieder Hunger, ne? Also, das ist doch nicht, das war letztes Mal nicht so. Nicht so. Das nervt mich schon, dann hätte ich das nicht gespielt. Es geht viel zu schnell runter. Ja. Wieso ist das so? Werbung nicht gekennzeichnet, genau. Schreibt Lucero. Wieso geht das so schnell runter mit der Nahrung? Ich habe eben erst gegessen. Du sollst die Batterie aufladen. Das ist, ich habe den Schwierigkeitsgrad auf normal, glaube ich, stehen, keine Ahnung. Dann muss aber nochmal gucken gleich. Muss gucken. Du hast doch mit Daniel letztes auf Hardcore gespielt. Hardcore hast du nicht umgespielt? Ich habe umgespielt. Ach, du hast mit den Jungs ja auch noch gespielt, ne? Ich habe Er ändert aber den Schwierigkeitsgrad doch nicht von unserem Spiel. Das geht, glaube ich, im Nachhinein nicht mehr. Ganz genau so ist es. Das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Immer diese Besserwisser. Was geht denn jetzt ab hier? Oh mein Gott. Streber mag keiner. Du weißt schon, dass wenn du mich meinst, dass du mit mir verheiratet bist. Nein, nein, ich meine nicht. Du warst auch am Rande, ich meine ja nur. Du bist kein Streber. Ach so. Ach, du bist, schon ein ziemlicher Streber manchmal. Also eigentlich bin ich einfach nur ein Arschloch, ne? Ist es nein. Raus? Nein. Den, wer die leere Batterie noch alles aufhebt. Wer hat Bubbel? Was? Brauch Bubbel. Grüner Bubbel. Müssen wir hier echt sortieren, also langsam geht mir das mit den Kisten auf den Sack. Ja, los. Dann weißt du ja, was du zu tun hast. Ich nehme einfach alles raus und dann esse ich das. Wir wollten jetzt zu dieser Insel da, die gerade an uns vorbeischippert. Ja, ganz genau. Nein. Da wollen wir hin. Ich bin schon. Ach ja, das ist die, genau. Ach, guck mal da, da kommt eine Insel. Wo sind die grünen Bubbles? Was für Ach, du redest von Glimmer oder was? Ja. Ich hab gefunden, such doch. Geh da weg. Guck mal in der Suppe. Genau, ich hab dir mit in die Suppe geschmissen. Oh Mann, ihr seid behindert. Ätzezup, kennst du doch. Mümmelsupp. Das ist eklig. Was ist Lecker Mümmelsuppe. Boah. Komm nicht mit. Worum geht's? Das willst du nicht wissen. Mümmels. Dann hätte er nicht gefragt. Dann erklär's ihm. Nein. Was Mümmels ist. Ja, was ist das? Ein Popel. So ist es. Mümmels, ja, ist ein Popel. Mann, wo sind diese Scheiße? War nicht so schlimm. Masterfrage, was ist denn Plümo? Eine Popelsuppe. Was ein Plümo ist, ist natürlich ein Laken. Jetzt mach keinen Laken hier. Nee, das ist kein Laken. Ja, das ist die Oberbettdecke. Ist ja, das. Ja, das ist so. Och, hab ich doch gesagt. Jetzt wer war das? Schreibt mich nicht um mein Leben. Ich suche hat einer Anker gesetzt oder was? Oder kommt einfach nicht mehr von der Stelle hier? Nö. Wo ist jetzt dieser Scheiß, Glibber? Wind ist bloß hier in unsere Richtung. Warst du eben an der Richtung? Kann ich da jetzt rüber schwimmen oder bin ich dann weg? Ich muss noch was in der Flasche machen. Du warst doch eben hier hinten. Präzisionsarbeit hier. Oh, das ist halt durcheinander hier. Du hast schon so ein Wimpel gebaut? Nee, hast du nicht. Hier ist doch, hab ich doch. Ja klar, hier vorne. Oh, ich hab Glibber. Mit der Piratenflagge drauf, guck mal. Den Rest steck ich wieder weg. Nee, sie sehen ganz ein bisschen gut. Hm? Noch eingebaut. Ja, ich glaube, wir legen gleich mal einen Anker, wa? Weg mit dir, du blöde Tasse. Ja, ich würde sagen, Nasra schwimmt raus, lenkt den Hai ab. Der soll den Hai ablecken? Ablecken oder ablenken, ist mir egal. Ja, mach der Masse einfach beides. Ja, beides, genau. Wir laufen auf Grund. Ja. Wenigstens haben wir einen. Hat er gerade Joa gesagt? Ja. Och, den wollte ich haben. Den. Ja, oh, er lebt noch. Wo ist das überhaupt hier? Nicht. Ah, ich hab gar keine. Hast du gar keine? Ich hab keine mehr. Keine Planke mehr. Boah, direkt vor meiner Nase hier springt der Hai mitten drauf, ey. Sperr wir auch nicht mehr. Du Mistvieh, der wollte unser Bett haben. Der will auch mal schlafen haben, okay. Aua. Ach komm, das lohnt sich eh nicht. Wir bauen keine Planke. Kein Schräg. Dach, wie auch immer. Wir bauen kein Schräg, genau. Wir bauen kein Schräg. Ich bin im Wasser, ihr seid bereit, mich zu holen, wenn ich sterbe, ne? Wie immer.
Oh. Ich laufe auf der Insel. Da kriegt der Hai mich nicht. Ich bin zu abgelenkt. Wovon denn bitte? Von meiner Anwesenheit. Das passiert ihm ab und zu noch. Oh oh.